Gewaltig ist der Blick von der Straße aus auf die winterliche Felsbastion unterhalb des Grödnerjochs. Ja, auch bei minus 15 Grad wirkt diese Gegend richtig einladend. Jedenfalls auf Eiskletterer. Wenn Sie davon gehört haben, dass hier eine der verrücktesten und seltensten Eisklettereien auf unserem Planeten geboten ist, Glacier de Freya. Die Erstbegehung erfolgte am 20. Dezember 2014 und am 3. Januar 2015 und seither erlagen einige Seilschaften der Faszination dieser Linie, die sich, so die vorsichtige Schätzung der Erstbegeher, nur alle 30 oder 50 Jahre aufbaut. Dazu muss sich nämlich ein unterirdischer See schlagartig mit einem gewaltigen Sturzbach entleeren, und zwar in einem Moment, in dem es kalt genug ist. Eine kostbare Rarität also, dieser Eisfall. Nur eine Viertelstunde Zustieg von der Straße und die erste Seillänge lässt sich problemlos seilfrei klettern. Hier in der zweiten geht es richtig zur Sache. Am Seil rechts seilen die letzten Begeher gerade ab. Hochbetrieb, kein Wunder bei so einer speziellen Route. Inzwischen bin ich schon einmal gestürzt. Glücklicherweise hat Wolfgang meinen Sturz lieber gehalten statt gefilmt. Und nun bin ich an der eigentlichen Schlüsselstelle. Millimeter dünnes Eis. Vermutlich ist es seit seiner Erstbegehung vor 5 Wochen noch weniger geworden. Auch dieser Standplatz ist nicht üppig. Aber er hat, was man nicht sieht, viel flaches Gelände darunter, sodass es kein Problem ist. Wolfgang steigt die dritte Seillänge vor, wie I4+. Und auch sie findet im flachen Schnee ihr Ende. Doch die Route hat noch etwas zu bieten, den Ausstieg. Ich entscheide mich für die einfachere Variante links hinauf. Ach ja, jetzt sieht es aber rechts auch ganz nett aus. Fast surreal, wie hier das Eis geformt ist. Ja. Schöner als hier kann Eiskletterei kaum sein. Bald ist der Ausstieg erreicht. Der Haken ist derart gut, dass er alleine ausreicht. Bergheil, Bergheil! Im Toprope geht Wolfgang noch die rechte Ausstiegsvariante an. Nun also aufgepasst, so sieht es aus, wenn man gut klettern kann. Wolfgang klettert wohlbemerkt ohne Handschlaufen. Er hat wirklich Power wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren. Die geht einfach nicht weg, meint er dazu entschuldigend. Ja, du hast ja Kraft ohne Ende. Hä? Und so sieht es aus, wenn man zu wenig Kraft hat. Gut, dass ich hier nicht versucht habe, vorzusteigen. Ich hoffe, nicht allzu vielen drängt sich hier die Assoziation von einem Mehlsack auf. 2-mal wird abgeseilt, hier die untere Abseilstrecke. Am Tag nach unserer Begehung verletzte sich eine Südtirolerin beim Abseilen in dieser Route mit ihrem Eisgerät. Und sie hatte viel Glück, dass kein Wirbel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei uns aber läuft alles glatt und bald können wir zufrieden unsere Route von unten anschauen. Wahrlich eine Kostbarkeit.